Menschen, sofern sie überhaupt in die Umwelt eingreifen, um Ernährung zu erzeugen, spielen in dem Sinne schon sehr, sehr lange Gott. Also es gibt viele Leute, die sagen, Genfood kommt bei mir nicht in die Tüte. Wie stehst du dazu? Also ich meine, wir wissen ja alle, dass wir schon seit langem in der Moderne und ein immer deutlicher werdendes Überbevölkerungsproblem haben auf unserem Planeten. Das heißt, wir müssen früher oder später, und das heißt im Grunde genommen so schnell wie möglich, irgendwelche geschickteren Lösungen finden für unser Ernährungsproblem. Deswegen ist es meines Erachtens völlig klar, dass wir alle Mittel der Wissenschaft benutzen müssen, um Lösungen zu finden, herauszufinden, was kann man noch essen, wie kann es schmackhaft sein, wie viel Fleischkonsum ist überhaupt ökonomisch vertretbar auf diesem Planeten. Das sind alles Fragen, die ohnehin auf uns zukommen. Und das macht es sicherlich unumgänglich, früher oder später, dass wir genetisch manipuliertes Essen zu uns nehmen. Naja, aber wenn der Mensch jetzt gentechnisch manipuliert, dann spielt er ja ein bisschen Gott, oder? Und greift in die Schöpfung ein. Ja, das wäre so, als würde man sagen, Ackerbau heißt Gott spielen. Menschen, sofern sie überhaupt in die Umwelt eingreifen, um Ernährung zu erzeugen, spielen in dem Sinne schon sehr, sehr lange Gott. Wenn man schon theologisch argumentieren würde, steht ohnehin im Alten Testament, dass dem Menschen die Erde dienstbar gemacht werden soll. Das heißt, aus theologischer Perspektive scheint sogar alles für Genfood zu sprechen. Das klingt aber total gefährlich, wenn ich als Mensch jetzt in die Genetik der Tiere eingreife und ich weiß ja nicht, was rauskommt. Deswegen machen wir das Ganze natürlich unter wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen. Ja, das heißt, es ist ja nicht so, dass irgendwelche wahnsinnigen, gefährlichen Wissenschaftler irgendwelche x-beliebigen genetischen Experimente machen und dann irgendein Monster-Mais auf den Markt werfen. Aus dem Grund brauchen wir immer eine gesellschaftliche, rechtlich abgesicherte und wissenschaftlich kontrollierte Debatte mit extrem vielen, auch bürokratisch schwierig zu nehmenden Hürden. Deswegen ist es ja so schwierig, ein Genfood auf den Markt zu stellen, weil wir auch die Ängste natürlich, die wir alle teilweise berechtigterweise haben, instrumentalisieren, um die Sache noch schwieriger zu machen. Aber es ist wie immer, die Menschheit hat Angst vor ihren neuen Technologien, aber die einzige Möglichkeit, die wir haben, um den Schaden zu begrenzen, den wir durch unsere Technologien schon angerichtet haben, Überbevölkerung ist eine Konsequenz unserer besseren Medizin unter anderem, da haben wir genau das. Wir müssen versuchen, diesen Schaden irgendwie zu begrenzen und die einzige Möglichkeit ist durch mehr Technologie. Es geht nie zurück. Wenn wir jetzt zu einer mittelalterlichen Lebensweise zurückkehrten und alle neun Kinder kriegen, von denen vielleicht eines überlebt, dann wird es zwar weniger Menschen geben, das Problem der Überbevölkerung wird gelöst, aber wer möchte denn, dass acht Kinder sterben, ehe man ein gesundes hat?